Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge Valheim. Wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein größeres Problem. In der, zumindest in eurer letzten Folge, sind wir ja hier angekommen. Und ich habe fleißig Silber, Dracheneier, Höhlen gesucht und auch ausgehoben und auch erforscht. Aber ich habe keinen Ton in der Aufnahme. Beziehungsweise einmal kein Ton und einmal kein Bild. So. Ich habe also quasi Stunde Videomaterial, 2 Stunden Gamezeit damit verbracht, eine Aufnahme aufzunehmen, die ich nicht verwenden kann. Was soll ich sagen? Ich gucke mir das so an, will das schneiden, denke mir so, komm, es ist ja bald wieder Zeit, ein Valheim-Video hochzuladen. Schneidest du den Kram mal? Ja, Arschlecken. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Funktioniert einfach nicht. Freunde, was soll ich sagen? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum ich keine Tonspur aufgenommen, beziehungsweise in der zweiten Aufnahme keine Bildspur, aber eine Tonspur aufgenommen habe. Ob das an meiner Aufnahmesoftware liegt, ich probiere das jetzt hier mal mit aus, mit der Aufnahme. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum, wieso, was da schiefgelaufen ist. Ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Ich bin da etwas überfragt gerade im Moment. Nichtsdestotrotz habe ich keinen Eistrank mehr. Doch, hier, Frostwiderstand. Ich denke, das wird jetzt auch der letzte sein. Ich würde gerne mit euch rüber, um uns das einmal anzugucken, wie es da aussieht. Und dann, um das Silber rüber zu fahren. Quasi mit dem Schiff müssen wir ja zurück, weil wegen, ihr wisst ja, wir können ja kein Metall oder Erze durchs Portal bewegen, also müssen wir mit dem Schiff zurückfahren. Hilft nix. So, seht es euch an. Seht es euch an. 2 Dracheneier haben wir. Ich glaube, wir brauchen 3 oder 5. Ich glaube, wir brauchen nur 3, um die Mutter zu beschwören. Aber ich weiß halt noch nicht, wo sie ist. Das müssen wir alles rüberkarren. Genau, ich fange an zu frieren. Wir gönnen uns mal den Trank. Ich zeige euch mal so ein bisschen was, wo wir hier unterwegs waren. Gar nicht so spektakulär. Alles ja hier mehr oder weniger in dem Bereich. Aber trotzdem, mega ärgerlich. Es tut mir auch wirklich für euch leid, dass ihr da nicht bei sein konntet. Wie gesagt, ich bin ein bisschen überfragt, warum, wieso, weshalb. Ich hoffe, das ist jetzt hiermit wieder erledigt und es funktioniert jetzt wieder. So, hier war eine riesige Eisenader. Ah, treffe ich nicht. Treffe ich nicht. Ich wurde mehrfach gejagt von irgendwelchen beschissenen Arschkrampen. So, hier war noch eine Drachen-Silberader hier hinter. Aber das Interessante ist, glaube ich, dass wir hier direkt einen toten Golem haben, warum auch immer. Ja, Golems natürlich, ne? Aber wir haben hier direkt eine Eishöhle. Spannende Geschichte. Aber dafür müssen wir uns erstmal ausrüsten. So, und ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es macht Sinn, mit Obsidianpfeilen in die Höhle zu gehen. Weil da sind ja diese Feuermagier drin. Und soweit ich weiß, sind die ja selbstständig, also selber relativ immun gegen. Gegen Feuerpfeile, die wir ja hier nun mal nutzen.
Bedeutet aber, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Obsidian. Ja, hier ist die nächste Silberader gewesen. Ihr seht, ich war fleißig. Und eigentlich habe ich das auch alles aufgenommen. Aber wie gesagt, leider sind die Spuren weg. Und ich kann euch das nicht mehr zeigen. Es tut mir leid. Ich bin halt einfach kein Profi. Aber trotzdem ärgerlich. Ich wollte es euch eigentlich zeigen. Aber naja, wir können es nicht ändern. Ich würde sagen, wir huschen mal flink zu unserem Haus. Und bauen uns mal den Wagen. Und gucken, ob wir runterkommen zu unserem Schiff. Ah! Hab ich mir erschrocken. Meine blödes Scheißvieh. Übrigens habe ich auch das Rezept jetzt für den Wolfsmantel. Da mir fehlte der Reißzahn. Können wir jetzt also alles bauen, wenn wir das Silber haben. Und das ist, glaube ich, unser nächstes Ziel. Erstmal fett hier uns auszurüsten. Schwachsinn. Uns auszurüsten und vor allen Dingen dann alles. Ja, aufzuleveln, zu gucken, wie weit kommen wir mit der Ausrüstung. Dass wir hier zu Rande kommen und adäquat unterwegs sind. Die Dracheneier lasse ich hier. Ich weiß nicht, wie und was und wo. Das Fleisch habe ich hier. Ich wollte hier eigentlich nebenan. Oder beziehungsweise das ganze Gelände. Gegebenenfalls Junge, was ist denn los hier? So ein Wolfsstall bauen, dass wir hier unsere Wölfe züchten können. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das hier einigermaßen funktioniert, was wir hier vorhaben. Oder ob wir gleich ganz fürchterlich verkacken. Mit dem Bollerwagen. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, einen Weg zu bauen oder so. So. Ach ja. Lasst mich doch in Frieden. Aber ihr, euer Harz könnte ich gut gebrauchen. Ist ja eigentlich im Grunde nicht so weit. Oh mein Gott, nochmal. Was ist los mit euch? Hau ab. Man kommt halt so schlecht wie aus dem Wagen raus. Das ist irgendwie noch nicht so. Also runter geht, voll beladen. Hoch hast du wahrscheinlich gar keine Chance. Guck mal. Und die nehmen wir auch mit auf jeden Fall. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Los, lass ihn da. So, blöd Mando. So, ein paar Pilze. Pilze gehen immer, ne? Egal, ob ihr sie esst oder nicht. So, ein schönes Pilzomelett. Oh. Eine Geschichte. Immer gucken, meine Fresse, ey. Was soll denn das? Immer mal gucken. Oh, ich krieg ein Kind, ey. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Also das ist nicht geil. Egal, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir unten. Und dann können wir Anker lichten, dann können wir. So. Wir sind natürlich auch viel zu voll.
Aber das ist mir natürlich völlig egal. So. Das rein, das rein. Fleisch rein, den Frosttrank tun wir rein, das tun wir rein, das tun wir rein. So, das nehmen wir alles mit. Ist ja egal, ne? Aber dann kriegen wir das Lager frei. Quatsch, unser Inventar frei. Und alles tuttig. Ich krange zu viel. Ich hätte vielleicht mal warten sollen, bis die Erholung oben ist. Aber gut. Dann eben nicht. Guck mal. Dann kloppen wir den auseinander und packen den hier in die Kiste. Genauso wie die Werkbank. Stand da ein Lurch? Hier so ein Trollo? Nö. Aber da liegt ein Fisch. Komm, den gönnen wir uns noch. Ha. Ein Fisch auf den Tisch. Hier liegen mehrere Fische auf den Tischen. Nice Rollfisch. Wer weiß, wofür es gut ist, dann brauchen wir gar nicht angeln. Wer weiß, wofür es gut ist. So, das lassen wir hier. Stein, ja, komm. Wayne, haben die gar kein Harz? Ist egal. Okay, Butze zu. Alle Mann an Bord. Alle Mann an Bord. Ja. Ab geht die wilde Fahrt, würde ich sagen. Da liegt noch ein Baumstamm im Wasser, ist klar. Wir haben perfekten Rückenwind. Mehr oder weniger, eher mehr als weniger. Ja, nice. Gut. Eine Schussladung Silber möchte nach Hause gebracht werden. Oh, hier weiß ich nicht, ob ich hier rumkomme. Oh, das könnte etwas schwierig werden. Das könnte wirklich etwas schwierig werden. Naja. Das ist nur ein ganz schmaler Fluss, den ich da durchfahren habe. Sonst müssen wir außen rumfahren. Das wäre aber echt ungeil. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Da ist noch ein zweiter Flusslauf. Hier. Ja, vielleicht ist der besser. Versuchen wir es. Schwierig. Aber der hier scheint deutlich besser zu sein. Okay, einmal volle Wende. Volle Wende. Oh mein Gott. Wie so ein Panzer, ne? Los, Segel setzen. Volle Fahrt. Boah, mit dem Riesenteil jetzt gleich durch. Ja, das kann was werden. Ey, das kann was geben. Okay, wir sind wieder auf Kurs. Commander, halbe Fahrt. Erstmal halbe Fahrt. Check die Wassertiefe bitte. Man sieht nichts, Commander. Man sieht überhaupt nichts. So, wir sind in der Flussmündung. Und fahren auf Land.
Und da geht's schon los. Da geht es schon los. Nervt mich ja jetzt schon, ne? Ohne Spaß. Oh Gott! Was soll denn das jetzt? Na, das kann ja was geben. Das kann ja was geben. Vielleicht sollten wir auf Segel verzichten. Und von Hand, also ihr wisst schon, eine Viertelfahrt quasi. Und vielleicht einigermaßen auch in der Mitte bleiben. Es ist halt ein sehr schmaler Fluss. Oder wir müssen es abbauen und rüberkarren. Ich habe keine Nägel da. Also abbauen und ja, einzeln rüberbringen. Habe aber wenig Bock drauf, muss ich sagen. Habe ich wenig Bock drauf. Das ist ein ganzes Stück, ey. So, da kommen dann die ersten Felsen, ne? Also, liebe Seefahrer, macht sowas auf gar keinen Fall nach mit den großen Pötten. Das könnte etwas schwierig sein. So, wir müssen da mittendurch. Damit wir hier auch, ja, nichts treffen, ne? Genau, und jetzt leicht einlenken auf Backbord. Ich sagte leicht. Ja, doch, das sieht gut aus. Ich gucke, ob der fette Arsch dann irgendwo vorballert. Ja, ja, komm, versuch mich bloß nicht hier zu nerven. Und natürlich wird es auch dunkel, ganz klar. Stellt euch mal vor, es würde jetzt nicht Nacht werden. So, hier würden wir rauskommen. Nee, Freunde, das weiß ich nicht, ob wir das geschafft hätten. Naja, es ist einfacher zu fahren, ne? Es ist deutlich einfacher zu fahren mit dem großen Port hier. Müssen wir uns mal merken. Aber gut, wir müssen, glaube ich... Ja gut, hinfahren wir sowieso nicht. Das wäre ja bescheuert. Ich hoffe, wir kommen hier durch. Aber wenn wir dann nochmal zurück müssen, weil wir wieder irgendwas eingesammelt haben, dann müssen wir uns das mal merken. So, einen kurzen Cut. So, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück. Gleiche Stelle. Weiter geht die Reise, würde ich sagen. Und wir schauen mal, ob wir hier jetzt auch endlich den Rest schaffen, ohne groß hängen zu bleiben. Aber die schwierigste Passage haben wir ja schon hinter uns gebracht. Das sieht hier auch so ein bisschen crazy aus links. So, und jetzt haben wir Nacht. Wir müssen uns wieder nachts über den Ozean bewegen. Finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Aber wir könnten Wind haben. So, dass wir nicht so ewig lang und lahmarschig hier unterwegs sind. Oder ich baue hier eben eine Hütte hin.
geht natürlich auch. Aber Quatsch, ich denke. Ich denke, wir sollten segeln und gut ist die Nummer. Jetzt fahren wir auch an unserem zukünftigen Zuhause vorbei. So. Mir ist kalt. Freunde, ich mache einen Cut. Und wir sehen uns dann zu Hause wieder. Bis gleich. So, meine Lieben, wie ihr seht, wir haben das Ziel erreicht und wir haben richtig beschissenen Wind. Ich musste jetzt echt das halbe Stück rudern, ey, um richtig zum Kotzen. Aber ja, so ist das hier in Valheim. Der Wind ist immer gegen einem. So, jetzt müssen wir nur noch hier richtig treffen. Mal wieder reparieren, ey, das ist auch alles im Arsch hier. So. Aber das sieht gut aus. Bisschen schnell. Ah. Wir rammen das Dock ein bisschen. Ein bisschen mehr. Hm. Komm, schieb dich ein Stück vorbei, Kollege. Ja. So sieht es doch gut aus. Ich trage schon so viel. Kann ich da nichts mitnehmen? Nur so ein kleines. Ja. Da mal ein Stück zurück noch. Soll ich auch anständig einpacken hier, ne? Ja, dann schmeißen wir mal direkt die Schmieden an und können vielleicht noch vor Abschluss der Folge die ersten Rezepte einsammeln. Das wäre doch auch nice, oder? Ja, hi. Was ist denn mit euch los? Wo kommt ihr denn her? Aber hier läuft irgendwo noch eins rum, oder? Da. Tschüss. So, Pfeile müssen wir unbedingt herstellen. Das wird langsam knapp hier alles. Boah, und die Zwiebeln sind fertig, wa? Sind die Zwiebeln fertig? Nein, noch nicht. Aber schön sehen sie aus, ne? Ruckel, ruckel, zubbel, zubbel. So, da ist Kohle. Komm, wir ballern direkt alles voll. Ich würde sagen, passt nicht oder was? Voll. Mehr Kohle einstecken. So, das läuft. Wir haben Kohle zurück. Dann müssen wir das Erz zurückpacken. Komm, das packen wir jetzt hier hin. Mehr Kohle zurück, habe ich gesagt. Das nehmen wir mit. So, dann holen wir noch eine Ladung und dann gucken wir mal an, was da durchgelaufen ist, was es für Rezepte gibt und ob wir jetzt endlich mal diesen, wie heißt er denn, Wolfsfellumhang bauen können, um ja nicht weiter auf das Met da angewiesen zu sein. Das wäre doch ziemlich nice. So, hier schwimmt wieder alles. Das nehmen wir. Wir sind schon wieder vor. Ich kann. Hätte vielleicht leer räumen sollen, ne? So. Komm, fetzen wir mal rüber wieder.
Ja, dann müssen wir uns ausrüsten. Ich schmelze das auf jeden Fall bis zur nächsten Folge alles mal durch. Und dann schauen wir mal, was wir so bauen können, was wir so produzieren können, was wir so für Ausrüstung machen können, um dann gegebenenfalls auch schon startklar zu sein, um in die Eishöhlen zu gehen. Das wäre so, glaube ich, der nächste Schritt, den wir uns da antun müssen. So, das ist noch Kupfer und hinzugefügt 4-mal Silber. Warum habe ich denn keine neuen Rezepte? Hä? Ach so, die haben wir schon alle freigeschaltet. Ja, mein Fehler. Was wir aber nicht freigeschaltet haben, ist dieser Umhang, oder? Und, doch, hier ist er. Ja, aber er schützt nicht vor Schnee. Ne? Okay, dann mein Fehler. Dann war es mein Fehler. Dann müssen wir mal hier erst verräumen. So, das passt natürlich nicht. Also machen wir da oben eine nächste Kiste auf. Das Eisen tun wir. Eisen. Mhm. Das Silber tun wir hier rein. Das ist alles Zinn. Das sieht nahezu identisch aus, ne? Wir hatten sogar schon ein Silber geschmolzen. Guck mal einer an. Verwirrt, verzeiht meine Verwirrung hier. Ja. Ja, spannend. Da müssen wir auf jeden Fall dann in der nächsten Folge mal anfangen, richtig Gas zu geben, was die Produktion angeht. Was haben wir denn noch? Wir haben hier, da, wir haben einen Trank, den brauchen wir noch. Wir haben Kohle, Fisch haben wir hier noch zwei. Die kommen natürlich hier rein. Das ist das Kristall und das sind die Drüsen. Schneelut. Das, das. Hier ist der Kopf. Das ist aber eine Trophäe. Die kommt natürlich hier rein. Harz und Federn kommt hier rein. Oh, jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz, ey. Und ich glaube, die eine Zwiebel ist fertig. Gucken wir jetzt noch an. Zwiebeln. Können wir Zwiebeleintopf kochen? Zwiebelsuppe. Wieder besseres Food. Sehr schön. So muss es sein, ne? Jedes Biom bringt eine neue... Hallo, kleiner Fisch. Willst du mich verarschen? Dann eben nicht. So, kriegen wir jetzt eins mit? Im All. Ja, was ist denn da? Wie schwer soll das denn bitte sein? Glaubt ihr doch nicht dran, oder? Also wirklich nicht. Ich trage zu viel. Okay. Okay, meine lieben Leute, das soll es dann aber auch für diese Folge jetzt gewesen sein. Ich schmelze alles ein. Und beim nächsten Mal rüsten wir uns dann aus und ja, vielleicht, je nachdem, wie gut die Ausrüstung ist, beziehungsweise wie weit wir mit der Aufwertung kommen, gehen wir doch mal in die eine Eishöhle, die wir da gefunden haben oder die ich in den nicht aufzeichnenbaren oder nicht zeigbaren Folgen aufgenommen habe. Ja, und schauen mal, was so Interessantes passiert. Mein Name ist Sebaus und ich bin raus.